Welcome back to another German Food Review, and it's Fisel time. A French bread with pastrami on it. So, pastrami Fisel from Le Crobac. Where is it? Yeah, here it is, Le Crobac. Let me show it to you, right? Come on, it's a new one. It's wrapped again, and you get a napkin. All right, two napkins actually. That's it, empty. And let's unroll this here. Yeah, it's a very long bread, and look at this, there's flour on it, very nice. I really like this bread here, it's a tasty one. You can buy it also standalone, 1.20 or so for right, double the size. And yeah, what is on here actually? Here's the pastrami. Okay, and I'm not really a pastrami expert. I had it once or twice or so. Is that proper pastrami? Experts, please say something. What do you think? Or is it not so good looking pastrami? I have no idea. I would say it looks okay, right? But what are the white spots? There's also butter on it. Nice. That's it. Quite high in price. Guess the price. We'll show it to you in a second. I'll guess it. Okay. Oh, here's all the flour. Can you see that? There's all the flour. All right. €3.90. It's more expensive than the other Fisels. All right, Südkreuz, €3.90. And the coffee from Balzac. Yeah, and I had to pay with cash. That really, yeah, annoyed me a little bit. Because, yeah, look at this here. What the hell? Only cash. Yeah, and I had to visit the, I don't know, automat. How's it called? I don't know, I forgot the name for that. And then I got a little bit of money and I could buy my coffee. That's really strange. Panic, right? No coffee, no coffee. What the hell? What the hell? Let's try it. Post. Oh, what is it called? You know, you stick the card in and the money comes out. Damn it, I have to look this up. Oh, not right now, I'm hungry. I can't focus. There's only one thing to focus. Right here. Oh, nice bread. Tastes like pepper. Should pastrami be a little peppery? Yes, right? I think on the Subway pastrami there was also pepper, black pepper. Mmm, butter. Here we go. Ah, flour is just nice. It adds a little bit of extra flavor, extra mouth feeling. So, yeah, pastrami, pepper, here you go. Yeah, the bread is really nice, but €3.90 for that. There's also hot salami. I buy this thing sometimes because it's really tasty. And it's like €2, I know, €3.30 or so, but this year 60 cents more. Why is that? Yeah, there's a very light meat flavor with pepper and of course awesome bread and butter. Here we go. Is that actually enough pastrami? Or should there be more on it, like really a stack? I think pastrami is not very common here. Yeah, it's not very common, I think. You can't go out and order a pastrami sandwich. You have to search for that. But okay, it tastes good. It's very light, not fatty. Here we go. I think you need more. Here we go. More pastrami. It's salty too. One extra espresso shot fruity. 60 cents, oh, it's okay. And a large cup. Add more caffeine.
you could add 3 shots and it would still taste really good. It's a very nice coffee. Prost. Yeah, it's definitely a thumbs up. Would I buy this one again? Not really. Oh, it's the wrong bit. because there's the hot salami, and the hot salami is 60 cents less and tastes a little stronger. But that's not bad here, right? A little different is not that bad. More pastrami, please. Here we go. bread is really nice. Ficelle. Petit France. Yeah, thumbs up, right? Not bad, but yeah, it's not something special or so. Or maybe I'm just not used to it. It's definitely a nice flavor, but it's a very light flavor. Prost. Coffee, thumbs up. Extra shot is nice. Thanks for watching. I'll continue in German. Hab ich oben something gemacht? Ich glaube nicht. Machen wir noch. Eins. Right here. Okay. Und ja, was gibt es? Es gibt Le Crebac. Kennt ihr das? Gibt es das bei euch? Gibt es meistens an Bahnhöfen. Oder alles dreckig gemacht hier. Das hier ist am Südkreuz. Da gibt es 2. Aber gibt es an jedem großen Bahnhof eigentlich. Und da gibt es was Neues. Und zwar Ficelle Pastrami. Allerdings kostet das Ding noch mehr als die anderen. Und die anderen sind schon nicht so günstig für die Größe, aber die schmecken immer lecker. Ich kaufe davon ein anderes öfter mal. Das hier kostet allerdings 3,90. Und dann gibt es noch die scharfe Salami. Die kostet nur 3,20 oder 3,30. Weiß ich jetzt nicht genau, ist immer unterschiedlich. Auf jeden Fall schmeckt die scharfe Salami richtig lecker. Auch das Brot und so, wenn die das so gemacht haben und das eine Weile da liegt, dann schmeckt das richtig lecker. Da ist auch noch Butter drauf. Zeige ich euch mal. Auch auf dem hier ist Butter drauf. Ja, schöne Menge. Und hier seht ihr Pastrami. Ja, ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass ich das esse oder so. Oder ist es das zweite? Ich weiß nicht. Von Subway hatte ich mal eins. Ich glaube, davon braucht man mehr Fleisch. Okay. Ja, das Brot hier ist klasse. Habe ich schon öfter mal reviewt. Das schmeckt lecker. Kann man euch auch eins kaufen, 1,20 Euro oder so. Geht ihr einfach zu Le Crebac und sagt, ihr möchtet gerne so eine Stange haben. Manchmal geben sie euch die nicht. Aber meistens geben sie euch die schon. Hier, go. Sehr leckeres Frühstücksbrot. Ja, und wenn ihr eine frisch gebackenes bekommt, ist es noch besser. Here we go. Und das hat noch so ein Mehl drauf und so, ist immer richtig geil. Ja. Ich vergleiche das jetzt mal mit der scharfen Salami. Denn die kaufe ich ja öfter. Das hier schmeckt auch gut, aber nur so ganz leicht irgendwie. Ganz leicht fleischig und nach schwarzem Pfeffer. Natürlich leckerem Brot, aber ist jetzt irgendwie nicht so. Oh, das muss ich nochmal haben unbedingt. Die scharfe Salami muss ich nochmal haben. Here we go. Schmeckt trotzdem lecker. Man kann ja nicht immer das Gleiche essen. Aber ich weiß nicht genau, ob sich das für 3,90 durchsetzt. Wenn man dafür andere haben kann, die 60 Cent billiger sind. Günstiger, nicht billig. Denn billig ist es ja nicht. Ja, dazu gibt es einen Kaffee. Ich musste bar bezahlen, was für ein Mist. Ich habe schon fertig bestellt und ich zücke meine Karte raus und sage, das geht nicht. Was? Gleich Panik bekommen, kann ich jetzt keinen Kaffee haben? Muss ich noch zum Geldautomat? Was heißt Geldautomat auf Englisch? Muss ich nachgucken, das fällt mir gerade nicht ein. Keine Ahnung, auf jeden Fall muss ich was abheben. Prost. Richtig schlimm so. Ja, hier seht ihr das. Keine EC-Zahlung. Was ist los? Wie kann das sein? Ja, wie auch immer, der Kaffee schmeckt lecker und es gibt einen normalen großen Kaffee und dazu einen Espresso-Shot, fruchtig. Das könnt ihr machen bei dem hier. Da könnt ihr auch 2 oder 3 reinhauen. Das schmeckt immer noch lecker, ohne hier bitter und aggressiv zu werden. Das ist gut. Ein bisschen mehr Koffein. Ja, und passt sehr gut zu diesem Brot hier. Ja. Aber es geht ja eigentlich um die Wurst hier. Die schmeckt nicht schlecht oder so, aber ich glaube, davon braucht man mehr. Mehr Masse, das muss so richtig dick belegt sein. Hier, wie go. Es schmeckt nicht so stark wie Salami und so.
Aber ist trotzdem lecker. Das könnte man vergleichen. Hm. Schmeckt komplett anders, ist aber auch mal so leicht, so Mortadella oder so. Das hat auch immer nur so ein ganz leichtes Aroma. Ja, bekommt den Daumen nach oben, schmeckt lecker. Aber ich weiß nicht. Pastrami gibt es doch gar nicht so oft, oder? Könnt ihr einfach rausgehen und euch ein Pastrami-Sandwich kaufen, ohne zu suchen? Ich weiß gar nicht, wo ich eins herbekommen würde. Ab und zu gibt es mal ein Angebot. Subway natürlich, kommt ja aus Amerika. Jetzt hier Le Croubac. Ansonsten. Irgendwo in Mitte gibt es noch ein Pastrami-Sandwich-Laden. Schmeckt trotzdem lecker. Feines Aroma mit leckerer Butter und leckerem Brot. Ja, kann man mal testen. Aber ich weiß nicht, ob man es normal kauft. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Aber ich würde lieber die scharfe Salami nehmen. Vielleicht ist es auch nur mein Geschmack. Prost. Ah, Kaffee und dieses Brot ist geil. Here we go. Ja, die Wurst ist so schön dünn. Das ist eigentlich ganz nice. So. Ja, ich denke mal, man muss davon noch ein bisschen mehr drauf machen. Das Doppelte oder das Dreifache. Dann würde es bestimmt richtig lecker danach schmecken. Richtig stark. Aber dann müsste man bestimmt 6 Euro bezahlen. Hier, Vigo. Kommt trotzdem da noch rum. Das schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht. Das Brot ist einfach nur geil. Könnt ihr auch Vollkorn-Dinger kaufen. Aber ich mag diese Ficelle am liebsten. Schöner Nachgeschmack. Aber was ist eigentlich für ein Nachgeschmack? Ein bisschen fleischig oder so? Ein bisschen pfeffrig? Ja, Daumen nach oben für den Kaffee. Locker Daumen nach oben, Prost. Ein extra Shot fruchtig. Ja. Alles klar, lecker. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.